Hallo ihr Lieben, die starke Frau, über die wir heute sprechen, ist wahrscheinlich mutiger als die meisten Männer auf dieser Welt. Ich habe Martha Gellhorn kennengelernt, weil ich mich für Hemingway interessiere. Ich weiß, er ist ein Macho und ein Großmaul, aber ich finde ihn trotzdem gut. Also seine Lebensgeschichte ist spannend. Da habe ich Martha Gellhorn halt getroffen, weil sie nämlich seine dritte Ehefrau war. Ja. Und das hat mich so interessiert, was die Frau gemacht hat, dass ich natürlich sofort angefangen habe zu recherchieren. Ich habe mir ein Hörbuch geholt, das war jetzt schon bestimmt ein Jahr her. Und darum möchte ich euch jetzt wieder erzählen, etwas aus ihrem Leben erzählen. Also mehr eine erzählte Biografie als mit faktischen Zahlen und Grundlagen. Weil ich denke, das macht irgendwie viel mehr Spaß. Ich muss nicht jede Station aus ihrem Leben kennen, aber ich kann halt Dinge aufführen, die ich persönlich sehr interessant und vielleicht auch amüsant finde. Ich möchte gerne noch etwas in eigener Sache sagen. Ich habe in meinen Statistiken festgestellt, dass nahezu 69% meiner Zuschauer meinen Kanal nicht abonniert haben. Liebchens, seid doch so nett und klickt einfach mal auf Abo. Wenn euch meine Sachen nicht mehr interessieren, irgendwann könnt ihr mich ja wieder deabonnieren. Aber wenn ich die Zahl sehe, das ist echt frustrierend. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann tut das bitte. Und vielleicht auch mit einem Daumen nach oben. Schenkt mir das doch zu Weihnachten oder ins neue Jahr. Ich danke euch. Martha Gellhorn ist 1909 in St. Louis in Missouri geboren. Ihre Eltern sind beide deutschstämmig. Der Vater kommt aus Breslau, ist ein Halbjude und arbeitet als niedergelassener Gynäkologe. Er ist Arzt. Die Mutter ist auch halbjüdisch und auch deutschstämmig und ist eine der ersten Frauen, die sich in Amerika für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Also eine sehr kämpferische junge Dame. Ja. 1909 wurde Martha also geboren. Ich habe sie lange Zeit einfach Martha genannt, weil ich finde Martha auch gut. Und da sie ja deutschstämmig ist, ich weiß nicht, ob ihre Eltern mit ihr Deutsch geredet haben oder Englisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein sehr liberaler Haushalt. Der Vater hatte bei Tisch auch eine Angewohnheit und hat gesagt, wir dürfen über alles sprechen. Wir dürfen über alles reden und diskutieren, was wir mit eigenen Augen gesehen haben. Also stellt keine Spekulationen an, verbreitet keine Gerüchte, sondern erzählt nur Wahrheiten, die ihr selber erlebt habt. Also ihr könnt euch vorstellen, das war eine rege Diskussionsrunde. Und zudem hatte ihr Papa, ein Penny jeden Abend auf dem Tisch liegen. Und diesen Penny hat derjenige oder diejenige bekommen, die ihren Vater am meisten amüsiert hat. Martha Gellhorn wuchs mit drei Brüdern auf. Das heißt, sie hat vermutlich schon damals mehr, soll ich sagen, ja, sehr viel mehr mit Jungs und Männern zu tun gehabt als mit Mädchen und Frauen. Ihre schulischen Schwächen hat sie auch schon immer durch viel Fantasie und Kreativität kompensiert. Also sie hat schon in der Schule angefangen, kleine Glossen und Kurzgeschichten zu schreiben. Und wie gesagt, mit 21 begann sie kreuz und quer in Europa zu reisen. Erst zog sie nach Paris und auch dort setzte sie sich hin und wollte partout Schriftstellerin werden. Ja. Also sie schriftstellerte. Und damit sie dieses Schriftstellerdasein sich finanzieren konnte, machte sie für eine Pariser Zeitung kleine Modeberichte. Also sie berichtete über Mode in Paris und schrieb dort kleine Beiträge. Und so verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt, also noch nichts Besonderes. Aber dann merkte sie recht schnell, dass Mode also gar nicht ihr Ding ist. Ne? Weil sie war eine große, sehr schlanke, stattliche, tolle Erscheinung. Also ihr müsst euch vorstellen, für ihre Zeit war sie massiv groß und sie war hübsch, nicht schön, hübsch, äußerst interessant, etwas streitsüchtig, möglicherweise etwas zickig. Und so hat sie beschlossen, das Leben muss aufregender sein, als über Mode zu berichten.
Die 1930er Jahre in Paris waren ja geprägt durch viele Künstler, durch Schriftsteller. Sie las Nietzsche, also sie war in so intellektuellen Kreisen zu Hause, bewegte sich dort auch gerne und war auch ein Bestandteil dieser Szene. Aber irgendwie trieb es sie dann doch wieder zurück nach Amerika. Und da traf sie 1936 auf Ernest Hemingway in Florida. Ich will euch mal vorlesen, wie sie ihn beschrieben hat. Ein großer, schmuddeliger Kerl in ziemlich dreckigen Shorts und Shirt. Aber er war nun mal Hemingway, die unangefochtene Nummer 1 der amerikanischen Literatur. Das Idol einer ganzen Generation und auch Marthas Idol. Während er sie in den weichen, duftigen Abendluft des Golfstroms auf dem Gelände herumführte und mit seinem Charme umgarnte, hatte er bereits beschlossen, diesen jungen Spund an ihrer Seite, es handelte sich um Marthas Bruder, innerhalb von 3 Tagen abspenstig zu machen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, als er sie traf, hat er gedacht, das wäre ihr Freund. Naja, und sie fand ihn halt dadurch, dass er Ernest Hemingway, der hier 1936 schon einen großen Status und ein hervorragender Schriftsteller war und auch Berichterstatter, fand sie ihn natürlich grandios toll. Und ja, ob sie sich richtig in ihn verliebt hat bei diesem ersten Treffen, also weiß man nicht. Ja, auf jeden Fall wurde Martha Gellhorn, arbeitete auch an einem Roman und zeigte halt Hemingway auch die Entwürfe, die sie bis jetzt gefertigt hatte. Und er war in der Hinsicht, na, sagen wir mal, nicht abwertend, aber er macht ihr keine große Illusion, dass sie da irgendwie weiter mit vorankommt. Vorsicht, Hund bellt, Postbote, egal, lass uns nicht stören. Auf jeden Fall kam es so, dass Martha Gellhorn dann ihre große Leidenschaft für gefährliche Dinge entdeckte. Und sie hat auch immer von sich gesagt, ich bin nicht nett, ich bin mehr böse, ich bin mehr in der Hölle zu Hause. Was immer das auch bedeuten mag, sie liebte es gefährlich, heiß und laut, würde ich sagen. Auf jeden Fall wurde sie bei einer Zeitung vorstellig und hat sich angeboten, eine Reportage über den spanischen Bürgerkrieg zu schreiben. Ich habe gerade noch eine Passage gefunden, die ich ziemlich interessant finde, weil es gibt ein Interview von ihr, das könnt ihr auch bei YouTube finden. Und da hat sie auf die Frage eines Reporters mal geantwortet: So wild und aufregend und platzend vor Lachen und Lärm, als ob die Hölle los sei. Verschont mich mit eurer Güte, das ist etwas für kleine popelige Wesen. Ich will die Hölle auf Rädern sein oder lieber tot. Nur ein Verrückter würde ein schmerzliches, gefährliches, unglückliches Dasein einem Langweiligen vorziehen. Und so eine Verrückte bin ich. Ja, genau so war sie wohl. Also alles, was ich bis jetzt über sie erfahren habe, kommt dem, was dort gesagt wird oder was sie selber gesagt hat, sehr, sehr nahe. Im spanischen Bürgerkrieg ging sie mit Hemingway zusammen. Dort waren sie noch nicht verheiratet. Aber sie hatten eine Affäre bei Hemingway. War meines Erachtens nach auch noch verheiratet. Sie ging nach Spanien und sie hatte immer noch das, was ihr Vater ihr beigebracht hat, im Kopf. Rede nur über das, was du selber gesehen hast. Stell keine Mutmaßungen an, erfinde keine Geschichten, sondern bleib bei der Realität. Beide schrieben für die gleiche Zeitung. Hemingway als Kriegsreporter und Martha Gellhorn auch als Kriegsreporterin. Was die beiden aber massiv unterschied, war der Stil, in dem sie arbeiteten. Hemingway war ja schon immer bekannt als Müßiggänger, der gerne mal einen Whisky oder so zu viel trank. Er nahm das alles ziemlich locker, schrieb halt über die Truppenbewegung, wisst ihr, so Truppe A und B von da nach da und das passiert, ratterte sein Zeug runter. Martha aber hatte eine ganz andere Art. Ihr war das scheißegal, welche Truppe wohin ging. Ihr war es viel wichtiger, wie fühlen sich die Menschen? Was passiert mit der zivilen Bevölkerung? Was ist hinter dem Kriegsschauplatz zu finden? Welches Elend
Sie hatte so eine Art, diese Emotionen dieses Krieges einzufangen, und damit begründete sie einen völlig neuen journalistischen Schreibstil. Und ich denke, das ist auch das, was sie letztendlich massiv berühmt gemacht hat. Nicht nur, dass sie die einzige Frau war, die in diese Kriegsschauplätze hineinging und sich nichts schenkte. Sie saß nicht irgendwo im Büro und schrieb, was sie aus der Ferne sah. Nee, sie ging total mit an die Front und beobachtete, was da passierte. Also mutig, mutig war diese Frau, wie ich eingangs schon sagte, vermutlich mutiger als die meisten Männer. Das war ihr Stil und der kam an. Und mit diesem ersten Zeitungsbericht wurde sie auch wirklich berühmt und gefeiert. Weil niemand konnte glauben, dass eine Frau, wir sind in der Zeit, dass eine Frau in der Lage ist, so etwas zu tun, so eine Arbeit zu verrichten. Ich nehme an, es war 1940, machte Hemingway ihr einen Heiratsantrag. Und sie nahm ihn an, aber unter der Prämisse, du wirst meine Arbeit nicht untermauern. Ich werde weiterarbeiten. Ich werde meine Sachen verfolgen, meine Ziele verfolgen und lass mich von dir nicht aufhalten. Ja, das war eine stürmische Ehe, könnt ihr euch vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich mit Ernest Hemingway einen Tag gut zusammenbleiben hätte bleiben können. Er war sehr temperamentvoll, ein bisschen boshaft, sehr zynisch. Ja, und er war Alkoholiker. Ja, das war wohl nicht ganz so leicht. Und es gestaltete sich noch etwas als sehr, sehr schwierig. Die beiden traten in Konkurrenz. Denn die Geschichten, die Kurzgeschichten, die sie einreichte, die wurden auch bei Zeitungen gedruckt. Und manch ein Kritiker ließ von sich hören, dass Frau Mrs. Hemingway vielleicht ein bisschen mehr Talent hat als ihr Mann. Den Ernest natürlich massiv genervt. Ne? Und da er so ein kleiner Macho war, ne? Der sich gedacht, hier zeige ich's. Also er hat dann wirklich mit Martha konkurriert. Er hat hinter ihrem Rücken zum Beispiel eine Reise, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, 1940 war dann alles im Gange, hatte sie einen Auftrag von einer Zeitung erhalten, dorthin zu reisen und zu berichten. Und Ernest hat an die gleiche Zeitung geschrieben und gesagt, Leute, ist es nicht viel interessanter, wenn ich dahin fahre? Weil ich bin berühmter, bekannter, hab da mehr Auflage. Und die haben tatsächlich Ernest hingeschickt. Martha war natürlich stinksauer. Na, und so hat sie dann auf eigene Faust diese Reise unternommen und hat darüber berichtet, auch hinter den Kulissen, was mit den Juden passiert, was überhaupt so los ist, hat viele gefährliche Situationen erdulden müssen und hat diesen Bericht geschrieben und ihn verschiedenen Zeitschriften oder Zeitungen angeboten. Also sie hatte keinen offiziellen Auftrag, die hat es trotzdem getan. Ja. Es war schon krass, aber das Krasseste kommt noch. Als dann der Sturm auf die Normandie losging, hat sie auf offiziellem Wege versucht, auf eins der Kriegsschiffe aus Amerika zu kommen. Die Amerikaner halt nach Frankreich geschifft, verschifft wurden. Und ihr wurde diese Reise versagt, weil zu gefährlich, weil Frau und Frauen haben da nichts zu suchen und hin und her. Und hat sie sich gedacht, ihr könnt mich mal, und hat sich auf eins der Schiffe geschmuggelt. Sie hat sich also während der ganzen Überfahrt mehr oder weniger versteckt, wurde dann entdeckt, konnte aber auf hoher See leider nicht ausgesetzt werden. Und so hatte sie das, was sie sich vorgenommen hatte, erreicht. Sie war live mit dabei, als die Amerikaner die Küste der Normandie gestürmt haben. Diese Arbeit, die sie dort geleistet hat, diese schreiberische, schriftliche Arbeit, diese Reportage, diesen Beitrag, den sie dort schrieb, der machte sie dann endgültig zu einer starken, selbstbewussten, mutigen Frau. Ja, und mit Ernest Hemingway ging es den Berg runter. Weil er fand sie faszinierend, weil sie so war, wie sie war. Aber letztendlich waren die beiden sich zu viel. Die haben sich zwei ganz, ganz starke Geister getroffen, sind permanent aufeinander geprallt. Und da Martha sowieso vermutlich überhaupt nicht in ihn verliebt war, sondern ihn nur bewunderte als den großen Schriftsteller,
war die Sache klar. Und sie trennte sich von ihm. Also die Ehe zwischen Hemingway und ihr hielt genau 4 Jahre. 5 Jahre. 5 Jahre. 1940 bis 1945. Ich weiß nicht, ob sie 4 oder 5 Jahre. Na, auf jeden Fall sowas in dem Dreh. Ja, und dann hat sie auch tatsächlich gesagt, ich will den nie wiedersehen. Nach der Scheidung hatte sie so die Nase voll von dem Typen, dass sie sagte, ich hoffe, ich laufe ihm nie wieder über den Weg. Sie heiratete dann noch einmal und ich glaube auch noch mal. Aber die Ehe war wirklich nichts für sie. Weil sie hat auch mal gesagt, ich kann mir nicht denken, warum Frauen den Sex mit Männern genießen können. Das war für sie völlig überflüssig. Also da hatte sie gar keinen Bock drauf. Und das einzige Kind oder die einzige Schwangerschaft, die sie je hatte, hat sie auch unterbrechen lassen. Also sie war alles, aber kein Familientyp. Jetzt kann man denken, wie man will. War sie bösartig? Ich glaube nicht. Sie war einfach vielleicht auch eine Frau, die hätte besser Mann werden sollen. Denke ich manchmal. Auf jeden Fall ist sie in ihrer Karriere in 52 verschiedenen Ländern gewesen. Hat über die enormsten, größten Kriegsschauplätze ever berichtet. Es wurden Bücher über sie geschrieben. Sie hatte wirklich turbulente Zeiten. Und ich werde mir noch mal eine Biografie in Buchform besorgen. Weil ich finde, alles das, was ich bis jetzt über sie weiß, immer noch zu wenig. Ich möchte noch mehr über sie lernen. Aber ich habe sie dennoch heute ausgesucht, weil ich euch mal eine Idee geben möchte, wie sie in der Art ungefähr war und ja, weil sie eben auch die Ehefrau von Hemingway war. Ne? Also für mich ist sie interessant und natürlich massiv spannend und stark. Es hat sie ja ihr eigenes Kind abtreiben lassen, aber sie adoptierte dann einen italienischen kleinen Jungen, nahm den bei sich auf und stellte fest, dass sie damit auch hoffnungslos überfordert war. Sie zog letztendlich nach London. Ich sagte eingangs, sie ist 1908 geboren und sie ist 1998 verstorben. Die letzten Jahre ihres Lebens war sie fast blind und sie litt unter Gebärmutterhalskrebs. Also eine kranke, alte Frau. Aber anstatt auf den Tod zu warten, nahm sie sich tatsächlich im Alter von 90 Jahren das Leben selbst. Sie hatte genug. Ihr Leben war turbulent, ihr Leben war ausgefüllt, glaube ich, eher nicht so. Ich glaube, sie war immer auf der Suche nach etwas. Und sie hat auch einmal gesagt, ich liebe die Welt der Männer, aber ich liebe die Männer nicht. Das finde ich auch ganz spannend und das zeigt für mich umso deutlicher, vielleicht hätte sie doch vielleicht besser ein Mann werden sollen. Aber so ist das manchmal. Ne? Die Geschichte schreibt, oder die wahre Geschichte oder das Leben schreibt die besten Geschichten. Und das erscheint mir im Fall von Martha auch so. Sie hatte ein doch für mich schon reiches Leben. Aber sie war immer eine Suchende meines Erachtens nach. Weil nichts konnte ihr zu gefährlich sein. Schusswechsel waren im Grunde genommen für sie wahrscheinlich so wie für uns ein Waldspaziergang. Männer, die was zu sagen hatten. Sie war mit Roosevelt zum Beispiel befreundet, weil ihre Mutter ist mit Mrs. Roosevelt zusammen zur Schule gegangen. Also sie verkehrte in den höchsten auch politischen Kreisen. Die haben ihr alle keinen Respekt eingeflößt. Das waren alles ganz normale Menschen für sie und sie nahm sich auch nicht besonders heraus, höflicher oder anders zu diesen Menschen zu sein, weil sie hat im Grunde genommen immer alle gleich behandelt. Ja, und die Deutschen mochte sie halt nicht, ne? Können wir uns vorstellen. Als sie halt in Deutschland im Zweiten Weltkrieg war, hat sie gesehen, was die Deutschen für ein Elend über die Welt gebracht haben. Und das hat sie auch ihr ganzes Leben lang klar gemacht. Kann man ihr nicht verübeln, sie war dabei, ich nicht. Ja, es ist, ne? Sie hat kein Blatt vom Mund genommen. So. Es war vielleicht ein bisschen holprig, weil gerade zu Martha Gellhorn gibt es so viele Fakten zu erzählen, wo sie überall war, welche Kriege sie begleitet hat.
Ist aber alles zu viel für mein kleines vorweihnachtliches Gehirn. Das kann ich mir nicht merken. Da müsste ich echt eine Aufstaffelung machen. Weil 52 Länder, in vielen war sie nochmal. Irgendwelche Aufstände, kommunistische Aufstände, Kriege, weiß der Geier, was da überall los war. Also politisch war sie natürlich sehr engagiert. Das wäre jetzt zu viel gewesen. Aber ich glaube, vielleicht habe ich schon mal so ein bisschen, ganz klein wenig, so viel vielleicht, diese Persönlichkeit anreißen können. Viel bleibt mir eh nicht zu sagen, außer, ja, ich mache mir Gedanken, was es nächstes Jahr geben wird an Frauen, wenn nächsten Mittwoch kommt keine Folge, weil ich muss so viel lesen und ich habe so viel zu tun im Moment, dass ich gar nicht so richtig dazu komme. Am Samstag sehen wir uns nochmal zu einem Kosmetikvideo, nehme ich jedenfalls an. Ich glaube ja, wenn ich es noch schaffe, weil heute ist schon Dienstag, also ich drehe das so knapp vor Sendung oder so knapp vor Ausstrahlung dieses Videos. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch ein tolles Weihnachtsfest zu wünschen. Trotz der ganzen Verbote hoffe ich, dass ihr es euch trotzdem schön macht. Dass ihr etwas besinnlich an das vergangene Jahr denkt und euch auf das freut, was nächstes Jahr kommt. Schreibt mir mal eure Wünsche in die Kommentare und damit verabschiede ich mich. Merry Christmas to you all. Tschüss.